Ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Nürnberg steht an und hier gibt es eine Auswahl der Spiele, die mich am meisten interessieren. Viel Spaß dabei. Ja, bevor es losgeht, noch ein Verweis auf die aktuelle Monatsbox. Hier sind diverse Spiele, die ich vorgestellt habe, Ersteindrücke, aber auch schon Spiele, von denen ich eigentlich einen finalen Eindruck habe. Verlinkt hier oben, wen es interessiert, sind 14 Spiele, die ich insbesondere im Januar gespielt habe. Aber wir wollen ja den Blick nach vorne werfen. Nürnberg steht an. Und während dieses Video hier online geht, sitze ich im Auto und fahre nach Nürnberg, um mir dort auf der Spielwarenmesse viele, viele Neuheiten anzuschauen. Ich habe 25 Termine mit Verlagen gemacht, also Kalender ist randvoll, 2,5 Tage sehr intensive Zeit, die ich da habe. Werde dort mit dem Jürgen von der Brettspielbar und dem Tim von dem Blog Spielfreunde unterwegs sein und mir zusammen dann die ganzen Neuheiten anschauen. Brettspielbar ist ein gutes Stichwort. Gestern habe ich mit dem Jürgen die Brettspielbar aufgezeichnet. Die sollte eigentlich auch dann Mittwoch, vielleicht Donnerstag, also definitiv früher als den ersten herauskommen, da wir hier auch ein Stück weit über Nürnberg sprechen, aber mehr allgemeiner Natur. Wäre es ziemlich blöd, erst am ersten dann starten zu lassen, denn der erste ist der Samstag und da ist Nürnberg eigentlich schon fast wieder vorbei. Ja, aus Nürnberg habe ich definitiv vor, mit der Brettspielbar zu berichten. Das heißt, wir werden da einen kleinen Podcast machen und wenn es irgendwie funktioniert, werde ich hier kleine Videos, kleine Vlogs reinsetzen. Ja, es hängt aber ein bisschen von der Zeit ab und wie das Ganze technisch dann auch umzusetzen ist, weil das ja immer mit Schneiden und so weiter dann alles läuft. Was es definitiv geben wird, ist den täglichen Bericht auf meiner Seite. Und wer Lust hat, sich ein bisschen über die Neuheiten zu informieren, ich werde heute hier so um die 20 vorstellen, der findet knapp 100, 110 schon in Kurzvorstellungen, die ich dort gezeigt habe. Dann fangen wir mal an. Ihr seid ja gespannt drauf. Das ist so meine Top 20, wobei ich mich davor gescheut habe, ein Ranking von 20 bis 1 jetzt laufen zu lassen. Fände ich total unseriös. Ich habe den größten Teil der Spiele noch nicht mal gespielt oder gesehen. Das ist im Moment das, was ich jetzt über Anleitungen, über Beschreibungen, über Material, was man schon so gesehen hat, für mich ausgelotet habe und da kann ich halt auch eine Kurzbeschreibung immer nur zu geben und kurz sagen, warum mich das interessiert, aber ein Ranking dazu machen, das ist mein Top 1 Spiel, mein Top 5 Spiel, kann ich dann an der Stelle nicht, wäre auch ziemlicher Quatsch. Wir fangen an. Frosted Games wird Aeon's End herausbringen. Das Spiel gibt es ja auch schon eine gewisse Zeit, ist ein kooperatives Deckbauspiel. Wir müssen Monster besiegen, müssen uns Sprüche zulegen. Und das ganze Spiel, also zumindest das Basisspiel, wird jetzt herauskommen. Zusammen mit Pegasus können das etwa erwarten Richtung Mai, Juni, so wie ich es verstanden habe. Was mit den weiteren Erweiterungen ist, kann ich nicht sagen, denn man wird wahrscheinlich erstmal gucken, wie Aeon's End ankommen wird. Das, was ich aber bisher davon gehört habe, verspricht das echt viel, viel Spaß. Eben, wie gesagt, kooperativ. Dann haben wir Bees. Zu Bees gibt es noch relativ wenig zu sagen. Es ist das neue Spiel von Next Move Games, tritt dann in die Fußstapfen von Azul, von Tuki und von Reef. Wobei Azuls Fußstapfen natürlich deutlich größer sind als die der beiden danach genannten. Und Bienen ist ja das Thema schlechthin gewesen im letzten Jahr. Ich glaube, es gab irgendwie 8 oder 9 Bienenspiele, also thematischer Natur. Ja, viel ist auch über das Spiel noch nicht bekannt. Es gibt Bilder vom Spielmaterial. Da ich aber bisher mit den Next Move Games nicht reingefallen bin, freue ich mich einfach, das kennenzulernen. Kann euch aber im Moment nur sagen, das Material sieht sehr, sehr spannend aus. Und so viel mehr ist über das Spiel noch nicht bekannt. Da könnt ihr euch jetzt auch nichts irgendwie vom Cover oder so ablesen. Das würde keinen Sinn machen.
bisschen mehr bekannt ist über das nächste Spiel, Kailus 1303, was von den Space Cowboys ist und auf Deutsch bei Hoch erscheinen wird. Nicht bei Asmodee überraschenderweise, sondern bei Hoch. Und Kailus ist die Neuauflage des Spiels, was bereits 2005 herausgekommen ist. Wir sind Baumeister, müssen verschiedene Gebäude bauen. Das machen wir über 9 Runden in 4 Phasen. Und ja, das Ganze ist so ein Worker-Placement-Spiel und verspricht, denke ich mal, eine Menge Spaß. Die Grafik ist komplett überarbeitet worden. Es sind ein paar Mechanismen nochmal ein bisschen dran gefeilt worden. Kailus selber ist in den Top 100 über viele, viele Monate gewesen. Ich glaube auch immer noch. Und es ist für mich tatsächlich eine Bildungslücke und ich freue mich darauf, diese Bildungslücke jetzt beheben zu können. Contact von NSV. Ja, NSV hat vor 2 Jahren mit The Mind ja schon einen ziemlichen Meilenstein da geschaffen. The Game davor genauso in der Richtung. Aber The Mind war ja so ein Spiel, wo es man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, wie kann ich Karten auslegen, ohne miteinander in Anführungszeichen zu kommunizieren, sondern nur über die gefühlte Wartedauer des Zögerns dann eben halt eine Kommunikation da abzubilden. Und Contact ist jetzt so ein Spiel, was so ein bisschen in diese Richtung hineingeht. Es wird hier allerdings ein bisschen mehr kommuniziert werden. Und zwar müssen wir verschiedene Planeten besuchen. Und derjenige, der dann, das wird drei umgetauscht, diese Planetenbesuche dann uns zeigt, der kann mit seinem Finger tippen, landen, starten, fliegen. Und über die Dauer dieses Fingerhebens sollen dann die anderen herausfinden oder ja, nachvollziehen können, von auf welchem Planeten er dann final gelandet ist, um eben halt Aufgaben zu erfüllen. Kann man sich im Moment auch noch nicht so hundertprozentig vorstellen, ging mir aber bei The Mind ähnlich. Deswegen werde ich es mir hundertprozentig angucken und freue mich bei NSV, die aber auch noch ein neues The Game herausbringen werden. Tatsächlich auf einen sehr unterhaltsamen Termin. Das Schöne bei NSV ist, die haben die Spiele meistens schon da und schon fertig, sodass man die dann vor Ort auch ausprobieren kann. Das ist in Nürnberg nicht unbedingt gang und gäbe. Moses ist der nächste Verlag, der in das Thema Escape Room Spiele hineinsteigen wird. Die werden sogar 2 Spiele bringen. Einmal in so einer 10-Euro-Klasse, das andere ist glaube ich in einer 25-Euro-Klasse. Und da das geheimnisvolle Grand Hotel macht schon mal vom Material her, habe ich auch eingeblendet, einen tollen Eindruck. Und bisher bin ich bei Moses eigentlich seltenst reingefallen. Die stecken doch eine Menge Liebe da ins Detail hinein und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie die das Escape Room Feeling da umgesetzt haben. Also das geheimnisvolle Grand Hotel bei Moses. Ja, Feeling auch in dem nächsten, das ist nämlich bei Ravensburger der weiße Hai. Jaws ist seit letztem Jahr in Amerika herausgekommen, von der amerikanischen Zweigstelle von Ravensburger. Die bringen ja in Amerika schon mal das ein oder andere Spiel etwas früher heraus. Das ist aber sehr gut angekommen. Und der weiße Hai, wie es bei uns heißt, Jaws heißt ja in Amerika, wird dann eben jetzt im Frühjahr erscheinen. Wir haben ein asymmetrisches Spiel oder vielmehr ein Master, der den Hai spielt und die anderen sind eben diejenigen, die herausfinden müssen, was macht der Hai gerade, wo ist er, müssen eben andere Schwimmer beschützen. Das Ganze findet auf 2 Spielfeldern statt. Erstmal ist es ja diese Filmszene, wo die Leute dort im Meer schwimmen und dann kommt der Hai-Alarm und dann gibt es die Schlussszene, wo die Jugendlichen mit der Orca eben halt draußen auf dem Meer sind und dann vom weißen Hai angegriffen werden. So, der weiße Hai hat natürlich das Interesse, siegreich herauszugehen, während die Jugendlichen halt sich schützen wollen, um eben halt vor dem Hai am Ende zu überleben. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das ganze Spiel hier bei Ravensburger umgesetzt ist. Die Kritiken waren ja bisher sehr, sehr positiv. Jetzt gucken wir mal, wie es auf Deutsch ist. Noch eine Umsetzung, Detective City of Angels wird bei Pegasus erscheinen. Jetzt kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, ob es auch im ersten Halbjahr herauskommen wird. Es ist zumindest von Pegasus angekündigt.
Und hier haben wir ein Detective-Spiel der etwas anderen Art. Denn ich habe auch hier wiederum einen Master, der Informationen herausgibt. Und die anderen Detektive sind nicht kooperativ unterwegs, sondern sie sind ja kompetitiv unterwegs. Meine Güte. Man sollte auch Begriffe nur nutzen, die man aussprechen kann. Also sie kämpfen gegeneinander. Und das ist so ein bisschen windig. Es ist Korruption im Spiel. Der Spielleiter ist auch nicht immer so hundertprozentig sauber da in der Wiedergabe von Informationen. Und wir müssen uns als Detektiv eben behaupten, um diesen Fall zu lösen, um auf der Karriereleiter ein Stück weit nach vorne zu kommen, müssen eben halt uns mit mehr oder weniger netten Mitteln gegen unsere Konkurrenz da durchsetzen. Also hat bisher sehr, sehr gute Kritiken bekommen, bin sehr gespannt. Ja, mit Detective geht es direkt weiter. Detective One wird bei Portal Games erscheinen und ich vermute mal, dass wir dann, das wird aber dann in der zweiten Jahreshälfte sein, bei Pegasus auch dort was feststellen können, also eine deutsche Ausgabe. Detective One oder vielmehr Detective hatte den Nachteil, dass die Abenteuer ja immer recht lang waren. Also mit 2, 3, 4 Stunden musste man da pro Fall schon rechnen. Das hat die eine oder andere Gruppe bei mir auch ein Stück weit abgeschreckt. Andere fanden es völlig in Ordnung, da so lange zu spielen. Und Detective One werden jetzt 90 Minuten Abenteuer sein. Das geht dann so ein bisschen in die Time Stories Ecke hinein, die ja auch so in diesem Zeitrahmen da waren. Also je nachdem, wie man da durchgekommen ist. Und Detective One werden 4 verschiedene Abenteuer bereit liegen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Geht's mit Yubako. Er erscheint bei Ravensburger und ist ein neuer Kiesling Kramer. Und das macht mich per se schon mal neugierig, weil der Michael Kiesling hat mit seinen Spielen, die er in den letzten Jahren herausgebracht hat, doch ziemlich meinen Nerv getroffen. Wolfgang Kramer finde ich per se auch ganz gut. So, die haben sich jetzt wieder zusammengeschlossen und bringen ein Plättchenlegespiel. Vom Draufgucken erinnert das so ein bisschen an Hexenhaus von Lookout. Hier sind wir bei einer japanischen Küche unterwegs und müssen verschiedenste Zutaten, Reis, Sushi, also immer, übereinander stapeln, das aber auf geschickte Art und Weise und soll sehr wenig Regeln haben, sehr eingängig sein. Ja, macht auf mich jetzt erstmal einen guten Eindruck. Dann bin ich sehr gespannt auf King of Tokyo Dark Edition. Das Spiel kommt jetzt in einer limitierten Sonderausgabe bei Yellow-Hoch heraus. Und ja, das Ganze ist, wie der Name schon sagt, alles ein bisschen düsterer. Die Bösewichter, die Monster haben halt noch zusätzliche Fähigkeiten. Der Spielmechanismus ist nochmal ein Stück weit überarbeitet worden und vor allen Dingen das Design. Und Yellow hat auf seiner Facebook-Seite immer mal wieder Figuren gezeigt, die uns da erwarten. Und das lässt mich definitiv schon mal neugierig werden. Ebenso neugierig bin ich auf My City. Das soll ja ein Städtebau-Legacy-Spiel sein von dem Herrn Knizza, was bei Cosmos herauskommt. Wenn ich mir die Grafik anschaue, spricht es mich im Moment noch nicht so an. Aber die gesamte Thematik, also ich mag Legacy eigentlich ganz gerne. Ich mag Städtebau. Deswegen lasse ich mich da mal überraschen, ob mich jetzt dieses Thema, ja, Grafik jetzt nur anfänglich abschreckt oder ob sich das auf das gesamte Spiel halt widerspiegelt. Bei Crani Creations ist es im letzten Jahr herausgekommen. Mystery House konnte ich auch schon auf der BerlinCon spielen. Jetzt wird die deutsche Ausgabe als Escape Room bei Schmidt Spiele veröffentlicht werden. Und das ist jetzt so ein 3D-Teil, was wir in die Hand nehmen können, beziehungsweise auf so ein Podest vor uns hinstellen. Da müssen wir wahrscheinlich so 3, 4 Spiele übereinander stapeln, damit wir dann eben vernünftig da reingucken können. Wir brauchen Taschenlampen, teilweise ist es dunkel. Und wir gucken eben halt in dieses Haus hinein und versuchen uns gegenseitig zu beraten, was wir denn da jetzt gerade sehen. Jeder guckt eben halt immer von einer anderen Seite hinein. Dafür ist viel Kommunikation notwendig, um eben den Schlüssel zur richtigen Tür etc. zu finden. Wenn man das hat, beispielsweise so eine Tür öffnet, dann zieht man so eine Karte heraus, sodass man dann tiefer in den Raum hineingucken kann. Entdeckt wieder neue Sachen, kombiniert Sachen. Das Ganze geschieht mit einer App.
Hat mir in Berlin schon ganz gut gefallen, auch wenn wir damals noch keine App hatten. Ich bin sehr gespannt, wie die deutsche Umsetzung jetzt ist. Nochmal Cranio Creation mit Pakal. Pakal konnte ich letztes Jahr in Nürnberg schon mal ausprobieren. Da gab es einen Prototypen. Und hier geht es dabei, wir haben, also jeder kennt noch dieses Schiebepuzzle. Weiß nicht, gab es früher in der Apotheke oder so, das ein Teil frei und dann musste man irgendwie das Bild verändern und so schnell wie möglich die Sachen zusammenschieben. Und auf diesem Mechanismus basiert Pakal. Wichtig ist an dieser Stelle, es werden drei Würfel gewürfelt, da sind Symbole drauf. Und dann muss es uns gelingen, wir haben eben halt auch so eine Scheibe, wo wir halt schieben können. Da sind manche Glasbausteine dabei und wir müssen halt diese drei Symbole sichtbar machen. Das ist am Anfang noch einfach. Wenn man bestimmte Hürden überspringt, kriegt man einen zusätzlichen Glasbaustein. Jetzt sind hinter solchen Glasbausteinen natürlich andere Symbole, die da dürfen aber am Ende nicht zu sehen sein. So, das ist also für denjenigen, der nach vorne wegprescht, schwieriger wird und die anderen haben die Möglichkeit, eben halt hinten aufzuschließen. Fand ich eine sehr witzige Idee. Wie gesagt, erinnert mich sehr an meine Kindheit. Ich bin sehr gespannt, wie es sich dann jetzt final spielen lässt. Bei Feuerland wird Parks erscheinen. Parks ist ja eine Kickstarter-Kampagne im letzten Jahr gewesen. Und ja, was machen wir? Wir gehen mit zwei Wanderern, also jeder Mitspieler hat zwei davon, eben halt durch eine Landschaft und sammeln Erinnerungen. Das können Wassertropfen sein, das können Bäume sein, das können Sonnen sein und verschiedene andere Sachen. Und diese kann ich dann am Ende des Parks umtauschen in Sehenswürdigkeiten. Ich kann Schnappschüsse machen, ich kann mir eine Parkkarte kaufen etc. Und ich durchlaufe diesen Park über 4 Jahreszeiten und der Park wird auch immer um einen Schritt länger, weil ich halt auch mehr machen kann. Und dementsprechend sind sehr viele nette Kombinationen zu machen. Das Spiel ist nicht sehr schwierig zu verstehen, aber es hat schon so ein paar Kniffe, wie man eben seine beiden Wanderer dort zusammenspielen lässt. Denn beispielsweise darf man nur einmalig auf ein gemeinsames Plättchen gehen, denn dann erlischt das Lagerfeuer und ein zweites Mal darf man dann eben ein Plättchen mit einem anderen Wanderer nicht besuchen. Ja, Erkältung macht sich leider breit, ist auch ein bisschen blöd vor der Messe, aber wie dem so ist. Perfect Match wird bei Schmidt-Spiele erscheinen, ist der neue Wolfgang Warsch. Perfect Match, Moment, das hieß doch Wavelengths, genau. Schmidt hat es umbenannt. Warum man es nicht Wellenlänge genannt hat, weiß ich nicht, weil es ist ja für den deutschen Markt, aber gut. Also das Spiel funktioniert so, dass wir einen Begriff oder zwei Begriffe haben und wir müssen dann dementsprechend einsortieren, also ich sage jetzt mal heiß und kalt und jemand sagt Kaffee. Und jetzt sagt diese Gruppe, okay, der Kaffee ist eher bei heiß zu sehen, aber wie heiß ist er denn? Und die andere Gruppe muss dann sagen, nee, das ist derjenige, der sich das gedacht hat, das ist, der denkt heißer oder der denkt beispielsweise kälter. Und dann hängt es so ein bisschen davon ab, wie man das dann dementsprechend einsortiert oder eingruppiert. Hört sich super spannend an, hat auch sehr, sehr tolle Kritiken bekommen. Perfect Match ist ein Spiel, worauf ich mich definitiv sehr, sehr freue. Dann ein Spiel, was ich in Nürnberg dann mir auch anschauen werde, war ein Kickstarter-Projekt. Ich bin dann auf die Late Pledge nochmal eingestiegen. Das ist Red Outpost von Lifeline. Die werden halt auch erstmal hier in Nürnberg dabei sein und ich hoffe, dass ich da einen Blick darauf auf dieses Spiel werfen kann. Das ist eigentlich ja ein Worker-Placement-Spiel in der Sowjetzeit, beziehungsweise die Sowjetunion hat es geschafft, einen Planeten zu entdecken. Und fängt jetzt an, diesen zu besiedeln. Aber das Ganze eben halt in einem kommunistischen Szenario und wir müssen über das Worker-Placement-Thema dann praktisch den Kommunismus auf diesen Planeten bringen. Hört sich total irrwitzig an, fand ich auch von der Aufmachung ganz gut, wird definitiv dann in Nürnberg wahrscheinlich als Prototyp zu sehen sein und ich werde darüber weiter berichten. Frosted Games hat bekannt gegeben, also noch ein Frosted Games Spiel, irgendwie sind die sehr häufig bei mir, die siderische Konfluenz und etwas aberwitziger Name, ist auch ein Spiel, was man leider erst ab 4 Leuten spielen kann, dafür aber mit bis zu 9 Personen.
breitet sich unheimlich auf dem Spieletisch halt aus. Und es geht darum, dass wir jeder ein Volk darstellen, die Güter herstellen und die aber, um andere Güter herzustellen, um sich weiterzuentwickeln, eben halt in den Handelsprozess mit anderen Nationen einsteigen können oder auch müssen. Denn es wird nicht funktionieren, dass man da nur als Egoist durchrennt, dann wird man nicht weiter vorankommen. Das heißt, es ist so ein Stück semi-kooperativer Charakter und geht um ein bisschen Verhandlungsgeschick. Dann geht ein bisschen darum, eben ich gebe, damit ich was bekomme, um eben halt mein Volk dann weiterzuentwickeln, Technologien zu entwickeln etc. Macht schon mal vom Material her, von der Story her, das Ganze spielt simultan, schon mal sehr, sehr viel Lust und Laune. Im Moment kann man das bei Frosted Games vorbestellen, wird aber dann auch in Nürnberg zu sehen sein, denn mit Matthias habe ich einen Termin. Ja, dann bin ich nochmal bei Feuerland und natürlich kann ich das erste Halbjahr nicht mir anschauen, ohne auf Tapestry zu kommen, was ja bei Stonemaier Games schon rausgekommen ist, was ich auch schon hier zu Hause stehen habe, auch schon gespielt habe. Es hat mir sehr gut gefallen, auch wenn da noch so ein paar Regeltechnik-Themen drin sind, die mittlerweile durch Stonemaier behoben wurden. Ich hätte die Miniaturen nicht gebraucht, die sind nett anzusehen, machen das Spiel aber unnötig teuer. Für 20 Euro weniger hätte ich auch auf die Miniaturen verzichten können, hätte in manchen Teilen eine etwas bessere Übersichtlichkeit auf den Spielplänen ergeben. Aber das Spiel an sich ist schon sehr schick gemacht, dürfte ja vom Niveau her etwas oberhalb von Flügelschlag sein, also da definitiv im Kennerspielbereich. Flügelschlag wurde ja da auch einsortiert, wobei ich das, wenn man das dann einmal gespielt hat, schon fast in den gehobenen Familienspielbereich hineinheben würde oder bringen würde, aber wir sprechen ja nicht über Flügelschlag, sondern über Tapestry. Und hier rennen wir eben halt auf 4 Leisten umher, entwickeln unser Volk weiter. Ziel sollte sein, das Volk nicht auf allen 4 Ebenen gleichmäßig weiterzuentwickeln, weil die Strategie geht definitiv schief. Dafür haben wir viel zu wenig Ressourcen, denn es herrscht massive Ressourcenknappheit, sodass wir immer mal wieder in die Einkommensphasen einsteigen müssen, die uns dann aber wieder in die nächste Epoche hineinhiefen. Und wir haben von diesen Epochen eben nur 4 Stück, die wir komplett durchlaufen können. Ja, Tapestry von Feuerland ist ein Spiel, auf das ich mich definitiv freue, und es soll spätestens zu BerlinCon, die ist Mitte Juli, das würde ich nochmal zum ersten Halbjahr dazu zählen, dann herauskommen. Ja, wir sind dann im Countdown zu den letzten beiden Spielen der Top 20 Liste, und das wäre The Magnificent, was bei Aporta Games erschienen ist, und der deutsche Kooperationspartner für viele Spiele ist Pegasus, und die werden das Spiel herausbringen. Ich kann leider hier noch nicht sagen, ob es tatsächlich zur ersten Jahreshälfte passieren wird. Die Infos werde ich erst in Nürnberg bekommen. Ich vermute fast, dass es sogar erst zur zweiten Jahreshälfte passieren wird. In Magnificent sind wir Showkünstler und müssen eben halt unsere Shows ausbauen. Das Ganze passiert über so ein Plättchenlegesystem. Und das englische Spiel hat auf jeden Fall schon sehr, sehr gute Kritiken bekommen, sodass ich mich da doch, ohne es jetzt wieder zu sagen, schon darauf freue, eben halt dieses Spiel auch im Deutschen auszuprobieren. Das Englische habe ich bisher einmal spielen können. Was ich auch gespielt habe, ist Barrage, und das wird unter dem deutschen Namen Wasserkraft bei Feuerland erscheinen. Diejenigen, die den Kickstarter gemacht haben, haben da doch an der einen oder anderen Stelle ziemliche Höllenqualen gelitten. Nichtsdestotrotz ist das Barrage eigentlich ein ganz gutes Spiel, im oberen Kenner, fast schon Expertenspielbereich. Es geht darum, ja, Wasser in Elektrizität umzusetzen. Es findet ein Rad darin Anteil, mit dem ich baue. Es sind Anleihen aus Terra Mystica drin, in dem ich halt bestimmte Bauteile eben halt als Staudamm etc. dann einsetze. Und also in Summe hat mir das Spiel schon sehr, sehr gefallen, insbesondere nachdem ich habe es, glaube ich, 2017 gespielt, dann nochmal ein bisschen reduzierter wurde von der Komplexität. Und ich gehe davon aus, dass die zweite Auflage, die jetzt rauskommen wird, eine Menge dieser Materialfehler jetzt behoben haben wird. Dafür steht aber auch Feuerland mit seinem Namen, denn die machen eigentlich bisher immer sehr, sehr gute Qualität.
Das waren meine Top 20. Jetzt werde ich aber nochmal über ein paar Spiele streifen, die ich auch in Nürnberg sehen werde, die euch erwarten. Das sind diverse neue Exits, auf die ihr euch freuen könnt. Escape Rooms genauso. Sherlock's wird es drei neue Fälle geben, die im April, glaube ich, rauskommen werden. Zwei Kinderspiele, die ich hervorheben möchte, sind zum einen das Thema Krasser Fall von Ravensburger. Da geht es darum, auf einem Boot unterwegs zu sein. Man bewegt sein eigenes, aber auch die Boote der anderen. Und das Schicke an dem Thema ist, dass diese Boote über einen kleinen, dünnen, durchsichtigen Plastikstreifen an Gewichten festgemacht sind. Und diese Boote rutschen halt über so eine Plastikwasserebene. Das ist also auch optisch sehr schick gemacht. Naja, und je mehr Leute vorne drin sitzen, umso stärker verlangsamt sich das Boot. Aber irgendwann zieht dieses Gewicht, was halt den Tisch runterhängt, noch stärker an dem Boot. Und blöderweise sollte man dann nicht einer der Ersten sein, die dann in den Wasserfall da hineinpurzeln. Denn es gilt am Ende, so lange wie möglich in dem Boot auf dem Fluss zu überleben. Dann wird Andor Junior erscheinen. Das ist jetzt die Umsetzung von Andor in den Familienbereich als Fantasy-Spiel mit kindgerechten Figuren, mit vereinfachten Abenteuern. Hier bin ich echt gespannt, wie diese Umsetzung gelungen ist, um halt Kinder auch in diesen Fantasy-Bereich hineinzuführen. Materialtechnisch sah es schon mal sehr, sehr schick aus. Und da glaube ich, dass die Macher von Andor, insbesondere der Michael Menzel, da doch ein Händchen für haben, hier ein echt cooles Spiel auf die Beine zu bringen. Dann vier Spiele, die ich noch sehen kann, die aber schon draußen sind oder vielmehr schon Vorgänger draußen waren, die ich noch empfehlenswert halte. Das ist der Detective Club, der aber hoch erscheinen wird. Ein super tolles Detektivspiel in einer größeren Gruppe spielbar, kann ich absolut nur empfehlen und an die Hand legen. Ich hoffe, es wird auch in der Metallbox erscheinen. Also das ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Hansa Teutonica wird die Big Box bei Pegasus erscheinen. Die Rechte sind ja jetzt von Argentum weg hin zu Pegasus gewandert. Endeavor wird endlich erscheinen. Das war ja bei Frosted Games bzw. Board Game Circus und das habe ich mit der Erweiterung dann eben halt auch gebackt. Und last but not least, Mutabo ist ein tolles Partyspiel. Da wird es eine Family and Kids Version geben bei Drei Hasen in der Abendsonne. Das waren meine Empfehlungen für das erste Halbjahr. Ich hoffe, es hat euch zugesagt. Hinterlasst doch bitte ein Abo, einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns aus Nürnberg. Wir hören uns, wir lesen uns, wie auch immer. Euer Christoph, bis dann. Ciao.